So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Raft. Heute sind wir da an der Yacht angekommen. Also die Yacht war ja nicht mehr weit entfernt. Wir haben alles, wir haben was zu essen dabei, wir haben was zu trinken dabei. Jetzt besuchen wir mal die Yacht. Hier gibt es, glaube ich, gar nichts zum Looten unter Wasser, oder? Doch, ein bisschen Metallschrott, das ist gut. Nehmen wir mit, aber ich brauche eher Metallerz. Aber ich glaube, Metallerz, gibt es hier überhaupt Metallerz? Schrott. Noch mehr Schrott. Ich glaube, Metallerz gibt es hier wirklich nicht. Ja gut, dann gehen wir mal aufs Schiff. Sand gibt es hier aber. Also wenn es jetzt Sand gibt, wird es hier auch Kupfer oder Metallschrott geben. Ich hoffe zumindest mal. Wir haben jetzt ja hier noch so eine Sauerstoffflasche. Da können wir nämlich länger unter Wasser bleiben. Ne, kein Metall, okay. Dann gehen wir zur Yacht. Mal schauen, was sie uns so bietet. So, auf geht's zur Yacht. So, jetzt müssen wir erstmal einen Eingang finden. Der ist hier. Ich hätte mir gleich noch eine Stirnlampe machen sollen, aber ist egal. Wir nehmen natürlich erstmal alles mit hier. Das scheint der Maschinenraum zu sein. Jetzt natürlich gar nichts. So, das nehmen wir natürlich mit. Oh, wir haben Brecheisen gefunden. Das ist gut. Das werden wir für irgendwas gebrauchen. Aufnahmegerät. So. Das haben wir schon runtergemacht. Eine Brechstange wird benötigt. Ich habe die gleich gefunden. Jetzt gibt es erstmal den Hinweis hier. Captain, we're heading for one of the high rises down south. I can only hope you come to your senses and follow us. I knew the city was a failure of freedom. Why do you always have to be so stubborn? Oh, jetzt habe ich natürlich nicht mitbekommen, was sie gesagt hat. Oh, Metallbarre, das ist gut. Ich nehme natürlich hier alles mit. Als nur geht. Sind wir so viel, wie sie sind, wenn es sagt, wir können nichts mitnehmen. Bolzenschneider haben wir leider noch keinen. Überreste, was ist denn Überreste? Eine Mahlzeit, wenn der ganze so gelungen ist, okay. Also müssen wir jetzt nach einem Bolzenschneider gucken, wo es einer gibt. Um da weiterzukommen, okay. Haben wir den Raum auch schon mal fertig? Wir sind von da hinten gekommen. Da brauchen wir einen blauen Schlüssel. Ich kann mich, glaube ich, noch erinnern, wo der blaue Schlüssel war. Wenn ich nicht alles täuscht. Ich glaube, ich weiß noch, da war nämlich ein roter Schlüssel. Der blaue Schlüssel war dann da, wo der rote Schlüssel, also im Kämmer, wo der rote Schlüssel benötigt wird, ist auch der blaue Schlüssel, soweit ich noch weiß. Wenn ich nicht alles getäuscht habe, hier ist nichts mehr. So. Benutzen. Keine Monster hier, gut. So, Kunststoff. Da ist nichts. Das war früher mit Sicherheit mal die Küche. Und wir sind nämlich auch wieder. Neuer Hinweis. Ruben, the yacht is ill prepared for this journey. Olaf left space for a dance floor, but no space for supplies. The bottles sure found their way to the bar. As a military man, I thought Olaf would at the very least be practical. Yet they're all treating it like a luxury cruise. I'm sorry, Ruben. I shouldn't have left. Also wir kommen jetzt zu den Treppen. Warte, jetzt habe ich mich verlaufen. Da waren wir schon drin. Ja, das ist hier leicht verwirrend. So, Ruderschlüssel habe ich hier benutzt. So, wo kommen wir jetzt dahin? Oha. Mal mechanisches Teil nehmen wir auch mal mit. Bolzenschneider brauchen wir für den einen Raum. Unnervingly large. I tried telling the crew we obviously have an infestation among the lockdown supplies. They laughed at me. I miss you, Ruben. Also da brauchen wir natürlich verschiedene Teile, die man hier gesehen hat. Da brauchen wir mechanische Teile, da brauchen wir einen Anzünder, Gas,
Tank, eine Kugel und elektrische Teile. Elektrische Leitung in dem Fall. Da war der Bolzenschneider gefunden. Den haben wir gebraucht in einem anderen Raum. Ich weiß, dass jetzt eine Lauferei ist. Brauchen wir blaue Schlüssel. Ich glaube, den Bolzenschneider haben wir hier irgendwo gebraucht. Das habe ich benutzt. Gibt's das? Ich finde das Ding nur im Bolzenschneider. Okay, gehen wir jetzt erst ein bisschen raus. Trinken vorher vielleicht noch was. Muschel, das ist gut. Okay, wir nehme ich uns Möwen anschaffen. So. Tun wir mal unser ganzes Zeug mal raus, was wir jetzt gar nicht brauchen im Moment. Das ist das hier. Dann haben wir nichts. Das ist das hier. Tun wir da rein. Was brauche ich für eine Lampe, dass wir ein bisschen mehr Licht haben? Die Stirnlampe, müssen wir die erstmal erforschen? Ein Kupferbar, ich glaube, ein kupferbarer Hammer. Ich hoffe, dass wir den noch haben. Das ist. Oder haben wir den verbratenen Kupferbarren nicht jetzt schwören können? Wir hätten noch einen Kupferbarren gehabt. Da. So. Ne, müssen wir erst noch erlernen. Bumm. Stirnlampe. Und eine einfache Batterie. Dann nehmen wir gerade die von unserem Sender. Die ist zwar nicht mehr ganz so voll. Aber wir haben wenigstens ein bisschen Licht. Wie man die ausmacht, weiß ich gar nicht. So, also wenn ihr wisst, wie man die ausmacht, schreibt mir das bitte in den Kommentaren. So, wir haben auf jeden Fall noch was zu essen dabei. Essen vielleicht ein bisschen was. So, den Kopf brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt mitzunehmen, was wir dann noch im Inventar haben. Das auch nicht, das auch nicht, das nicht. Das nehmen wir vielleicht noch mit. Das brauchen wir nicht unbedingt. So, die auch nicht. So, jetzt haben wir fast alles weggetan, was wir jetzt nicht unbedingt bräuchten. So, wir hoffen, dass wir alles wieder finden. So, dann kannst du jetzt weitergehen mit dem Erforschen. Also jetzt haben wir einen Bolzenschneider gekriegt. Jetzt muss ich gerade den Raum noch mal finden, einen Bolzenschneider. Jetzt haben wir ja Licht. Müsste eigentlich alles einfacher sein zu finden. So. Da ist noch ein bisschen Seetank. Raum auf. Ah, brauchen wir für Schwimmflossen. Die steht dank. So, jetzt gehen wir mal da hoch. Ah, guck, jetzt können wir die doch mal sehen hier. Oh. Oh. Okay, das war doch nicht der Raum hier. Das war die Brechstange, wo wir noch gebraucht haben. So. Hä, warum ist die wieder da? Da muss die Vieh spawnen hier wieder. Weg, du scheiß Vieh. Immerhin, so kriegen wir auch unser Fleisch. Da war doch irgendwo der Spinn da. Da haben wir unser Bolzenschalter gebraucht. Da gibt es auch der blaue Schlüssel und ein neuer Hinweis. If he does it again, he will be reprimanded. The crew doesn't listen to orders. I'm shocked by their undisciplined nature. Somehow they believe rank and prestige disappeared with solid land.
No, they will not be allowed to mingle among my esteemed guests, and they will certainly not be allowed further rations. They should be grateful. I am the only reason they are alive. So, wir brauchen auf jeden Fall eine Kugel. Aber leider die Kugel, wo wir das sehen. Da geht's runter, von da sind wir hergekommen. Hier mal zum Notausgang. Ah, guck, das sind die Kugeln und noch ein neuer Hinweis. As I suspected, the crew is completely incompetent. Now they're claiming rats have eaten half of our supplies in a matter of weeks. I promised them increased rations if they could bring one of these ridiculous lurkers alive. Of course, the food shortage will need to be handled. Tonight we're discussing which staff members are most suitable for termination. So, da war DJ-Pult eben und hier noch noch mechanisches Teil. Diesen mechanischen Teil haben wir jetzt überhaupt schon zusammen. Drei, wir brauchen noch zwei mechanische Teile. Die sind ja auch irgendwo so. Da gibt es, glaube ich, nichts mehr. Die Kugel haben wir auch schon gefunden. Ich hab dich schon gerade umgebracht, du kommst jetzt auch einmal her. War gut für uns, da kriegen wir übrigens wieder was zu futtern, aber das nervt irgendwie, dass die immer wieder auftauchen. So, dann geht's mal hoch. Also wir gucken uns erstmal da um, bevor wir hochgehen. Kommen wir weiter. Da ist aber irgendwas, was ich gern hätte. Kunststoff. Also ich muss sagen, die Yacht, das ist so eine Luxusjacht. What does that mean? You can't just fire them. We're out at sea. Hannah, you were brought to keep the engines running. That is what you... That's one of those damn rats. What are you doing to it? Get out! Do your job! Also geht's um irgendwelche Ratten, wo wir jetzt schon ein paar Mal getötet haben. Also wäre das jetzt ein Hinweis. Da ist auch nichts drin. Bad. War mal klar, Kunststoff. Ja, wir können ja froh sein, dass die das alles markiert haben, dass wir nichts übersehen. Gerade was ist denn los, hä? Bin ich etwa zu mächtig für dich? Komm her. So, neue Ratte getötet. Jetzt wieder raus. Genau, da war ja das DJ-Pult. Nochmal können wir da irgendwie hoch. Hochklitschen? Nee, leider nicht. Tür von der Seite verschlossen. Okay, dann machen wir die gleich mal auf. Die Tür. So, da ist die nämlich auch auf. Ich muss sagen, die Yacht, eine Schlüsselkarte wird benötigt. Ist hier ziemlich groß. Kunststoff, 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 Kunststoff. Oh, eine Kiste mit was zu essen drin. Teil Nummer 4. Nehmen wir auch nicht rein. Code. Okay. Da will ich sagen, dass es hier irgendwo these lurkers have potential. They were clearly once rats, now grown into something much more rabid, yet also smarter. I've already made progress on their training. With food and pain as incentives, I can discipline them.
And by sharing their blood, the mutations increase. I wonder if another species would react the same. I've received a transmission from a place called Caravan Town, not far from here. They have an active animal population. No longer do I need this makeshift crew. I will create true soldiers. Loyal soldiers. Ich meine, steigen können, dass es dazu ist. Oder ist auch wieder eine Kiste? Da ist auch zu, denke ich mal, ja. Gut, hat jetzt eigentlich gar nichts gebaut, dass wir da hochgesprungen sind, irgendwie. Didim. Didim, kann ich ja nur sagen. Gut, dann geht's mal wieder hier. Hier wieder rein und eine Etage höher. Eine Schlüsselkarte für Cap. Ich weiß gar nicht. Schon wieder so eine Scheißkarte hier. Bleib weg. Ich glaube, die irgendwie nicht mehr. Ja. Ah, jetzt. Ich habe gedacht, die wäre jetzt unbesiegbar. Und nochmal Fleisch. Ich weiß, brauchen wir jetzt schon Sprengstoff? Nee, hier noch nicht. Oh, denn irgendwann haben wir nämlich Sprengstoff gebraucht. Die scheiß Ratten hier. So. Noch ein Hinweis. Eine Schlüsselkarte, das ist gut. Die brauchen wir, glaube ich, für unten. Da hat der DJ aufgelegt. Bum, tschakka, bum, tschakka. Wie, 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 wie. Da brauchen wir den Wagenheber hier oben. Wie viele Teile haben wir schon zusammen? Hier, ein Teil fehlt noch irgendwie. Irgendwo haben wir einen Teil übersehen. Jetzt gehen wir erstmal zur jetzt nehmen wir aber erstmal die Schlüsselkarte. Da geht es ja noch höher. Grüner Schlüssel wird benötigt. Schrottglasbolzen. Bombe, da wird eine Bombe benötigt. Okay. So, jetzt sind wir auch nicht, denn wir brauchen jetzt erstmal. Noch ein mechanisches Teil. Wo wir irgendwie übersehen haben. Der ist hier, geht's runter. Aber. Schon wieder die Scheißkarte. Wo kommen die alle auf einmal her? Gibt's bei denen etwa eine Familie oder was? Oder spawnen die immer wieder nach? Ist zwar gut für uns, fürs Fleisch, aber das ist nervig. So, jetzt bin ich natürlich zu weit gelaufen, glaube ich. Denn hier war irgendwo das mit der Schlüsselkarte. Ah, hier, guck. Grüner Schlüssel. Und hier muss auch irgendwo ein Safe sein. Was haben wir sonst den Code gebraucht? Jetzt können wir nicht wieder hoch. Einmal hochdappen. Ja, ich verlaufe mich gerne hier in so große Gebäuden hier. Notausgang. Treppenhaus. So. Hat man irgendwo der grüne Schlüssel gebraucht, da nicht? Ich glaube, das war eins oben drüber, oder? Da war ja die. Ich glaube, ich wieder hänge. Da war ja die Bombe. Da war ja die Bombe gebraucht. Genau, da war der grüne Schlüssel. Okay, Seife oder Öl, was da auf dem Boden lag eben, da konnte man leider nichts aufmachen. Schade eigentlich. Machen wir hier auf. Da ist wieder so eine schöne Scheißratte. Das war Fleisch Nummer. Wenn die sich nicht mehr sagt, BW gebührt. Fleisch Nummer 6, also Bongen tun wir schon mal nicht.
Get to the lifeboats! Hurry! Olaf, you coward! Watch out! Also, probiert es euch mal zu übersetzen. Der Schiff ist an den Stein aufgekommen. Und da gab es halt ein paar Ratten. Wo es aufgekommen ist. Ich denke mal, dass hier früher Ratten gewesen sind. So, was haben wir jetzt überhaupt alles für den Schlüssel gekriegt? Wir haben Gas, wir haben Anzünder, Gastank, ein vierstelliger Code. Was kann man mit dem vierstelligen Code machen? Und ein mechanisches Teil brauchen wir auch noch. Da haben wir irgendwo was übersehen hier auf dem großen Schiff hier. So, jetzt gehen wir alles nochmal in Ruhe durch. Hier war nichts mehr. Also die Ratte hier wieder. Die uns das Leben irgendwie zur Hölle immer wieder macht. Da war kein Safe. War auch kein Safe. Also hier war schon mal nichts gut. Jetzt ist unsere Lampe nämlich leer. Ja. Die war halt wieder im Dunkeln. So. Macht nichts, aber ich kann wohl die Helligkeit mal ein bisschen heller machen. Grafik, Vollbild, extrem, extrem weich. Okay, da kann man leider nichts heller machen. So. Da leuchtet nichts auf. Hinterm DJ-Pult auch nicht. Da brauchen wir einen Waageheber, um da weiterzukommen. Uns fehlt echt ein mechanisches Teil. Hier war auch nichts, dann gehen wir mal eine Etage. War das das Erdgeschoss schon? Also auf jeden Fall, das Raft steht noch. Das hat unser Freund noch nicht angewiesen. So, jetzt fangen wir hier nochmal in Ruhe an zu suchen. Nachdem wir natürlich hier... die Ratte besiegt haben. So. Vielleicht habe ich da hier irgendwo was übersehen. Guck mal, ob man hinter den Bildern irgendwas gucken kann, aber da ist nichts. Da ist auch nichts. Ich glaube, wir müssen die Yacht zum zweiten Teil 2 machen. Denn die Folge ist nämlich auch wieder fast vorbei. Ich muss ein bisschen langsam machen mit den Aufnahmezeiten. So. Gut, dann sieht man sich in der nächsten Folge. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ciao, eure Christoph D86. Tschüss.